Ein ganzes Jahrzehnt lang war Scarlett Johansson einer der bekanntesten Stars des Marvel Cinematic Universe. Die Ankunft der Black Widow in Iron Man 2 war einer der ersten richtigen Versuche von Marvel, die Welt auf der Leinwand zu erweitern, und ihre Präsenz in mehr als einem halben Dutzend weiterer MCU-Filme machte sie zum Synonym für das größte Filmfranchise einer Generation. Daher war es natürlich ein Schock, als Johansson am 29. Juli 2021 eine Klage gegen ihre ehemaligen Arbeitgeber bei Disney einreichte. Die Klage, die beim Los Angeles Superior Court eingereicht wurde, stellt einen der umsatzstärksten Filmstars aller Zeiten vor die Herausforderung, sich mit dem größten Filmstudio der Welt zu messen. Nach Aussagen der Anwälte der Schauspielerin könnte der Fall die Spitze des Eisbergs für zukünftige rechtliche Schritte sein, so ihre Anwälte in einer Erklärung, über die das Wall Street Journal berichtete. Dies wird sicherlich nicht der letzte Fall sein, in dem sich Hollywood-Talente gegen Disney stellen und deutlich machen, dass das Unternehmen, egal was es vorgibt, rechtlich verpflichtet ist, seine Verträge einzuhalten. Was also hat Johansson dazu veranlasst, auf das Unternehmen mit der Maus zu feuern? Das hängt ganz davon ab, wen ihr fragt. Disney würde wahrscheinlich argumentieren, dass alles auf einen unmöglich zu realisierenden Vertrag angesichts der beispiellosen Unruhen in der Branche zurückzuführen ist. Aus der Perspektive des Black Widow Stars ist es ein klarer Fall von Verweigerung der rechtmäßig versprochenen Entschädigung. 2020 war für niemanden ein gutes Jahr und es traf die Unterhaltungsindustrie mit einem Schlag nach dem anderen. Ganze Kinostarts wurden um ein Jahr oder mehr nach hinten verschoben und es wurden drastische Maßnahmen ergriffen, um Filme in Geldtöpfe zu verwandeln, bevor sie in irgendwelchen Regalen verstauben. Warner Brothers ging so weit wie möglich und kündigte eine ganze 12-monatige Reihe von Filmen an, die gleichzeitig auf HBO Max und in allen Kinos, die zu dieser Zeit geöffnet waren, gezeigt wurden. Disney verfolgte einen weniger drastischen Ansatz und veröffentlichte einige ausgewählte Großproduktionen in den Kinos und auf Disney Plus gegen eine zusätzliche Gebühr. Mulan, Cruella und einige weitere Filme erhielten zwischen September 2020 und Mai 2021 die Disney Plus Zusatzbehandlung. Theoretisch würde diese Maßnahme dazu beitragen, die Kosten für Neuveröffentlichungen hochzuhalten und die Gewinne zu sichern, während sich die Filmindustrie eine Pause gönnt, um sich von der Krise zu erholen, die sie durchgemacht hatte. In einer einfacheren Welt könnte dies wie eine vernünftige Lösung für eine Reihe von Problemen erscheinen. Doch so ist das Leben, wenn man andere Pläne schmiedet, vor allem solche, die nicht berücksichtigen, dass ein großer Filmstar seinen Anteil an den süßen Einnahmen clever ausgehandelt hat. Laut der Klage, die im Namen von Johansson eingereicht wurde, war ihr Vertrag für Black Widow aus dem Jahr 2021 an das Einspielergebnis des Films gekoppelt. Zum Pech für Johansson hat Black Widow für einen Marvel-Film historisch schlecht abgeschnitten. Box Office Mojo schätzt, dass der Film in den ersten drei Wochen etwa 320 Millionen Dollar eingespielt hatte. Zum Vergleich: Ant-Man and the Wasp hat vor drei Jahren fast doppelt so viel eingebracht. Nach Meinung von Johansson und ihrer Rechtsvertretung ist diese Entwicklung das Ergebnis der Entscheidung von Disney, Black Widow gleichzeitig in den Kinos und als Premium-Streaming-Angebot zu veröffentlichen. Der Klage zufolge wurde diese Entscheidung bewusst getroffen, um Johansson ihrer vertraglich garantierten Einnahmen zu berauben. In der Klage wird behauptet, Disney hat Marvel absichtlich dazu veranlasst, die Vereinbarung zu brechen, um Frau Johansson daran zu hindern, den vollen Nutzen aus ihrem Vertrag mit Marvel zu ziehen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Studios und Talente wegen der Reaktion auf die Covid-19-Pandemie aneinander geraten sind. Im Mai berichtete Bloomberg, dass Emily Blunt und John Krasinski eine finanzielle Entschädigung forderten, nachdem Paramount das Zeitfenster für den Kinostart von A Quiet Place Part 2 von 90 auf 45 Tage verkürzt hatte. Eine Stellungnahme von Disney zu der Klage steht noch aus. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über andere Filmkontroversen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.